Entschuldigen Sie, Sir, der Club ist nur für Mitglieder. Ich bin Mitglied. Wie lautet Ihre Mitgliedsnummer? 1. Ich bin Nummer 1. 1 ist keine gültige Mitgliedsnummer. Sagte ich 1, ich meinte 2. Sir, wenn Sie kein Mitglied sind, muss ich darauf bestehen, dass Sie das Gelände verlassen. Na schön. Ich will sowieso nicht zu einem Club gehören, der mich als Mitglied akzeptiert. Wir führen Sie nicht als Mitglied. Und das werden Sie auch nie. Mitgliedsnummer? 1673. 1673? Hm? Mitgliedsnummer? 1673. Sieht wohl ganz so aus, als hätte ich eine neue Glückszahl. Vor! Nein, Sie Idiot! 1673! Wer war der erste Präsident der Vereinigten Staaten? Oprah! George Washington. Und wie heißt die Hauptstadt von Alaska? New York! Juno! Wie viele Seiten hat ein Dreieck? 8! Nein, 4! Nein, 8! 3! Nennen Sie eine Zutat von Spaghetti mit Hackbällchen. Orangen! Hackbällchen! Gratulation, Sie haben soeben $1 Million gewonnen! Ja! 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 Wie kommt es, dass so ein Blödmann $1 Million gewinnt und ich noch nie was gewonnen habe? Oh, ich bin mir sicher, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Na hoffentlich, denn ich will nicht als verbitterte, neidische Ente enden. Hey, ich sollte mal an so einer Spielshow teilnehmen. Für welche Spielshow wärst du denn qualifiziert? Nö, Glücksrädchen. Du kannst doch gar nicht buchstabieren. Oder schätzt den Preis. Gut, was kostet dieses Päckchen Kaugummi? $33.000? Tja, ich wünsche dir viel Glück. Hallo, bleiben Sie dran für die neue Spielshow Beste Freunde. Eine Show, bei der Sie, wenn Sie alles über Ihren besten Freund wissen, so richtig abräumen können. Das wäre unser Ding. Wir sind schon ewig beste Freunde. Es gibt nichts, was der eine von dem anderen nicht weiß. Ich sag's dir nur ungern, aber das ist gar keine so schlechte Idee, Daffy Duck. Oh, ich danke dir, Bugs. Ich würde sagen, Bugs Balabuena. Hey, ihr zwei, wusstet ihr eigentlich schon, dass er 277 Meilen lang, 18 Meilen breit und über eine Meile tief ist? An einigen Stellen aber nur. Er ist nicht überall eine Meile tief, obwohl das wie eine Meile aussieht. Da fällt mir gerade ein, wo wusstet ihr schon, dass laut neuesten Untersuchungen der Colorado River diesen Canyon vor über 70 Vielleicht Millionen haben sie Ohrstöpsel im Souvenirladen. Oh, toll, Namensschildchen. Ah, Daniel, Darwin, Doug, Eduardo, was zum... Kein Duffy? Sie haben 5 Darwins und nicht einen Duffy? Darwin? 1001 Grand Canyon-Witze. Das sind circa 1000 mehr, als ich gedacht habe. Ich meine, was soll denn das? Hat da einer Darren und Marvin zusammengemixt und fand, dass das ein super Name ist? Ist er nicht. Ich finde ihn dämlich. Darwin ist der dämlichste Name der Welt. Und der tollste. Und das Wasser? Hab mein Geld zu Hause vergessen. Wurde ursprünglich von den Ureinwohnern Amerikas besiedelt, von denen einige den Grand Canyon als heilige Stätte betrachteten. Also, was denkst du? Hab schon Besseres gesehen. Lasst uns ins Kino gehen. Sir, Sie haben eine Wasserdose in den Grand Canyon geworfen. Das fällt unter Vermüllung von Bundeseigentum. Ach, und wer sind Sie? Ich bin Park Ranger. Wer sind Sie? Oh, Darwin? Andrews Sohn. Sie kommen mit mir. Nein, nicht warten Sie, wir wollen doch vernünftig sein. Hör mal, Freundchen, wenn du dir nicht ganz schnell eine Hose anziehst, kommst du auch mit. Kriegst du sicher im Souvenirladen. Lassen Sie mich gehen und ich bezahle Ihnen, was Sie wollen. Mist, ich habe ja mein Geld vergessen. Max, bezahle ihm, was er verlangt. Willst du denn nichts dazu sagen? Wieso heißt der Grand Canyon Grand Canyon? Weil er dachte, Gigantoman Canyon würde ihn zu fett klingen lassen. Tja, wenn dir der nicht gefällt, ich hab noch 1000 mehr.
Arbeit verdonnert. Wie du vielleicht weißt, haben wir uns darauf geeinigt, dass du die ersten 365 Tage des Jahres die Hausarbeit erledigst und für den Rest des Jahres mache ich es. Ach ja, richtig. So ein Mist. Ich möchte wissen, was der vorhat. Was sag ich immer? Misch dich nicht in die Angelegenheiten deiner Nachbarn ein. Ehe du dich versiehst, sind ihre Angelegenheiten deine Angelegenheiten. Da begibt man dich leicht aufs Glatteis. Duffy, als Nachbarn zu leben, bedeutet, sich nach einem strengen Verhaltenskodex zu richten. Das bedeutet, freundlich zu anderen Nachbarn zu sein, auch zu den Üblen. Ist was, Nachbar? Ich hab keine Ahnung, was dich das angeht, Schlappohr. Worüber lachst du, du hässliches Geflügel? Wir versuchen nur freundlich zu sein. Ich brauche eure Freundschaft nicht. Ich brauche absolut gar nichts. Ich bin absolut unabhängig, total autark. Oder zumindest bin ich es schon recht bald, und zwar mit diesen Sonnenkollektoren. Auf Wiedersehen, hohe Energiekosten. Hallo, holde Unabhängigkeit. Ups, das wollte ich eigentlich behalten. Ich wünschte, ich hätte alles gekennzeichnet. Volltreffer! Ich häng nicht mehr am Netz! Sonne, zeig es uns! Habt ihr das gehört? Das ist der Klang von Yosemite Sam, der nie wieder nichts und irgendwen im Leben braucht. Viel Spaß beim Bezahlen eurer Stromrechnung, Versager! Oh oh. Das könnte zum Problem werden. Hat eins, hat zwei. Ballübergabe, langer Pass, lauf dich frei, komm schon. Interception. Touchdown. Geschafft, wir haben's geschafft, ja. Ist ja erbärmlich. So was spielt mit dich allein. Besorg dir ein paar Freunde, Junge. Ich setze alles. Ich steig aus. Ich spiel nie wieder mit dir. Liebling, vermutlich sollte ich dir nicht schreiben. Aber ich kann dich einfach nicht vergessen. Unser gemeinsames Wochenende in Vermont war für mich die unglaublichste Erfahrung meines Lebens. Du bist der vollkommenste Mann, den ich je kennengelernt habe. Und ich kann und will nicht mehr ohne dich sein. Was machen Sie denn da? Ich lese einen Brief. Der ist aber nicht an Sie adressiert. Oh, ist das ein Verbrechen? Ja, das ist Ihre Post. Hören Sie, hier sind 20 Piepen und Sie geben mir den Brief zurück. Beamtenbestechung ist ebenfalls ein Verbrechen. Was ist das denn? Ist das Falschgeld? Was denn? Wollen Sie mir erzählen, dass das auch ein Verbrechen ist? Soweit ich weiß, ist das hier immer noch Amerika. Oh, sehen die mal da drüben. Da könnt ihr mal sehen, was passiert, wenn ihr mich eure Post nicht lesen lasst. Sobald ich es drauf habe, einen falschen Pass herzustellen, ziehe ich nach Mexiko, Leute. Wenn normale Leute reisen, dann fliegen oder fahren sie. Egal wie, nur nicht so. Das ist unhygienisch. Es ist nostalgisch. Warum entspannst du dich nicht? Bei diesen Reisen führst du dich immer wie ein Irrer auf. Ich bin entspannt. Ich bin entspannter, als du es je sein wirst. Das ist doch kein Wettbewerb. Das ist Urlaub. Weißt du überhaupt, wo wir uns hinbuddeln? Ich folge den Anweisungen. Das Navi irrt sich nie. Ich bin doch kein Maulwurf. Ich krieg Klaustrophobie. Da wären wir. Casa del Calma. Die oberluxuriöseste Ferienanlage der Welt. Was denn? Bedeutet Casa del Calma auf Spanisch etwa verlogene Werbung? Ich glaube, wir haben uns verirrt, Doc. Kaufe niemals ein Navigationsgerät aus einem Automaten. Na sowas, ist das da nicht dein Onkel? Hey, Duffy, hallo, ich bin's, Onkel. Ich hab den Typ noch nie in meinem Leben gesehen. Gehen wir. Wann wirst du endlich schwimmen lernen?
Schwimmen ist was für Loser, die sich kein Boot leisten können. Zieleine. Darf ich spielen? Nein, ich will nicht spielen. Hab ich nicht gerade gesagt, ich will nicht spielen? Es gibt auch Leinenzwang, wisst ihr? Schon gut, ich mach's ja. Du machst was? Ich bin gar Gastgeber einer Junggesellenauktion für wohltätige Zwecke. Oh, und ich habe Bugs gebeten, mitzumachen. Hallo, bin ich unsichtbar? Ich bin hier der begehrenswerteste Junggeselle. Was für ein wohltätiger Zweck? Alphabetisierung. Das ist meine Lieblingswohltätigkeit. Es gibt zu viel Abfallisierung auf der Welt. Wir müssen der Abfallisierung den Kampf ansagen. Duffy, wir kämpfen für die Alphabetisierung. Was? Ausgemachter Blödsinn. Unsere Haupt- und Nebenstraßen sind über und über gepflastert mit Abfall. Ein Verbrechen, das schwerstens geahndet werden muss. Abfall wegwerfen ist ein Verbrechen. Du warst dafür im Gefängnis. Alphabetisierung bedeutet die Vermittlung der Lese- und Schreibfähigkeit. Oh, da mache ich doch glatt mit. M-I-E-T. Kaufe ich mir einen großen Flatscreen oder kaufe ich mir einen neuen Massagesessel? Tch, du hast es wirklich schwer. Was hast du da eigentlich an? Eine Einkaufshose. Wie bitte? Was ist das? Eine Einkaufshose. Trägt man im Einkaufszentrum als Zeichen des Respekts. Und warum trägst du kein Hemd? Zu viel Respekt. Es ist ein Einkaufszentrum, nicht die Kirche. Außerdem kann ich mir ein Hemd nicht leisten. Eine Idee wäre vielleicht auch, ich kaufe mir den Fernseher und für die Massage gehe ich irgendwo hin. Mist, für meine Einkaufshose! Weißt du was, kurz und knapp, ich kaufe mir beides. Unterwäsche wäre nicht schlecht. Kann ich Ihnen helfen? Daffy Duck, ich bin hier, um meine Visitenkarten abzuholen. Wie läuft's denn so mit der Zauberei? Großartig, jede Menge Magie, Sprüche, sowas in der Art. Das macht $215.25. Ist in der Summe das Datum mit drin? Preis, reduziere dich! Reduziere dich! Hi! Hast du vielleicht eine 4? Duffy, wir spielen Schach. Ah! War es Colonel Snow in der Vorratskammer mit einem Kerzenleuchter? Weißt du überhaupt, wie man Schach spielt? Ja, aber natürlich weiß ich das! Ha! Gin! Sehen wir mal, was es zum Frühstück gibt. Was haben wir denn hier? Muss der denn überall seine Möhren reinmachen? Was tust du da? Nee, ich denke, das war keine Überreaktion. Wach auf! Komm schon, du schnarchst! Wach auf! Duffy, wach schon auf!
Also gut, na schön. Ich halte es nicht aus. Musst du denn so laut seufzen? Ich versuche zu schlafen. Komme sofort. Tja, das war eine Lüge. Eine Sekunde noch. Eins. Ich hab doch gesagt, ich komm gleich. Was ist bloß mit diesem Land passiert? Niemand beeilt sich mehr. Das ist der Grund, warum Kanada die Nase vorn hat. Du hast ein Kind? Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass du mich belügst. Ich hab gedacht, ich kenne dich. Ich hab gedacht, du wärst meine Freundin. Dir hab ich mich geöffnet, hab die Hose runtergelassen. Ich hab dir vertraut. Aber von jetzt an nicht mehr. Kannst du es hören? Das ist der Klang der Ziegelsteine, die zu einer Mauer werden. Streich meine Nummer aus deinem Register. Für mich bist du von jetzt an gestorben, tot. T-O-H-T. Tot. Das ist nicht mein Kind, es ist das von meiner Schwester. Ich passe nur drauf auf. Oh, sie ist entzückend. Sie ist ein Junge. Sah aus wie ein Mädchen. Hey, habt ihr euch schon mal gefragt, wie Speedy an seine Pizzeria gekommen ist? Nicht wirklich. Dich habe ich nicht gefragt. Tja, es begann alles bei einem Baseballspiel. Wen hast du dann gefragt? Sieh einfach zu. Strike 1! Du hast es vermasselt! Du bist der schlechteste Spieler der Welt! An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Was denn? Sie lieben es! Hey, Rodriguez! Du hast eine saublöde Visage! Strike 2! Hol schnell die Aloe Vera raus! Och Gottchen, der Typ hat sich gerade die Finger verbrannt! Daffy, hör auf da damit! Ich wette, du bist ein schrecklicher Ehemann und Vater! Strike 3! Und er ist raus! Jetzt beeil dich mal, wir kommen sonst noch zu spät ins Kino! Wie siehst denn du aus? Was soll das? Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich hol mir die Schülerermäßigung. Was denn, du fährst? Du fährst immer. Lass mich fahren. Vergiss es. In das Ding steige ich nicht ein. Das ist kein Ding. Das ist ein prächtiger Festumzugswagen. Wir werden sicher Stunden brauchen, um einen Parkplatz zu finden. Nein, ich fahre. Du glaubst wohl, du könntest alle Entscheidungen treffen. Wer bist du, der Mann in unserer Beziehung? Wir haben keine Beziehung. Tja, jetzt rate mal. Ich bin auch ein Mann. Und heute wird dieser Mann dich ins Kino fahren und dich, mein Freund, aufgepasst, auch einladen. So, mein Bester, du kannst also getrost deine Brieftasche und deinen Schlüssel hier lassen, denn heute hat der Spitzentyp hier die Hosen an. Ups, beinahe hätte ich meine Brieftasche vergessen. Jetzt komm schon, du flotter Hengst, du... Was ist wohl noch besser als eine dritte Tasse Kaffee? Eine vierte Tasse Kaffee? Beeil dich, wir kommen zu spät! Zu spät zu was? Um Steve St. James zu treffen! Wen? Steve St. James, er war der Cop außer Dienst in der Serie Cop außer Dienst! Etwa diese alte Fernsehserie von dem Detective und dem Butler? Chauffeur! Wozu braucht ein Detective einen Chauffeur? Na, weil es Steve St. James war! Der Detective, der die Gerechtigkeit nicht ruhen lassen konnte, nur weil er außer Dienst war. Sein Chauffeur chauffierte ihn, damit die Gerechtigkeit nicht ruhte. Ich brauche noch eine Tasse Kaffee. Komm, Steve hat heute eine Signierstunde im Einkaufszentrum. Ich kann nicht, ich habe einen Arzttermin. Fehlt dir irgendwas? Gar nichts. Es ist nur mein jährlicher Check-up. Wann hast du zuletzt einen gemacht? Noch nie, ich war noch nie beim Arzt. Ich bin die Gesundheit selbst. Meine Hüfte. Was schießt da für ein Schmerz durch mich hindurch? Ha, Taubheit, ein Kribbeln, Krämpfe! Zweigstellenbank.
hätte ich doch fast vergessen, den Sound anzumachen. Und es sieht so aus, als würde das ein circa 38-Yard-Field-Goal werden. Hoffentlich... Was machst du da? Ich will mir das Spiel ansehen. Kopf aus Verdienst, Marathon. Ich hab's gewusst. Sie sind Cop. Falsch, ich bin ein Cop außer Dienst. Ich halt's nicht aus. Ah, heißer Kaffee! Weißt du, was großartig zu heißem Kaffee passt? Vielleicht ein Stück Kuchen? Nein. Ein Kaffee-King! Schalt wieder um. Oder stehst du auf dem Kaffeekick? Du hast es so gewollt. Ein Stuntman wäre nicht schlecht. Hey. Was? Ich dachte, wir könnten vielleicht was zusammen unternehmen. Ich bin mit Tina verabredet. Dann werde ich Bugs mal fragen, ob er Zeit hat. Was auch immer. Dicky? Hi, Bugs. Was machst du denn hier? Hast du Lust und Zeit, was zu unternehmen? Oh, ich kann nicht. Ich bin schon mit Lola verabredet. Oh, alles klar. Haha, hast du eine Freundin? Falls nicht, könnten wir aber was unternehmen. Ich hab keine Freundin. Oh, Lust, was zu unternehmen? Nicht wirklich. Wollen wir was zusammen unternehmen? Ja, aber sicher, was willst du denn machen? Oh, ich weiß nicht, worauf hast du Lust? Ich bin pflegeleicht, ich mach das, worauf du Lust hast. Mir ist das völlig egal, ich bin zu allem bereit. Hast du Hunger? Wir könnten was essen gehen. In welches Restaurant? Schlag eins vor. Wie wär's, wenn wir ins Tatis gehen? Ah, ich weiß nicht, ich stehe nicht auf das Tatis. Wie kannst du das Tatis nicht mögen? Na gut, gehen wir zur Pizzeria, da gehen wir eigentlich immer hin. Komm, es wird sicher lustig. Gut, na schön, wenn du das sagst, gehen wir dahin. Ich freue mich, dass wir Freunde sind. Und ich erst. Na, kann ich? Ist alles frei? Kann ich nicht sagen. Also frei. Nicht frei. Was macht der Kerl da im toten Winkel? Jeder ist bei dir im toten Winkel. Dieses Auto ist total unübersichtlich. Das ist kein Auto. Das ist ein Umzugsfestwagen. Ist frei, kann ich? Keine Ahnung. Alles, was ich sehe, ist ein riesig watschelnder Fuß. Kein riesig watschelnder Fuß. Eine watschelnde Riesenflosse. Es reicht. Ich versuch's wieder. Großartig. Jetzt müssen wir in die Waschanlage. Oh nein, ich steige hier aus. Was denn? Bist du wahnsinnig? Du bist hier gleich neben der Autobahn. Das ist gefährlich. Nicht so gefährlich, wie mit dem Ding zu fahren. Wie du willst. Ist alles frei? Ich scher ein. Hallo, hier ist Helmut Jornsen vom Nobelpreiskomitee. Ich rufe an, um Mr. Bugs Bunny davon in Kenntnis zu setzen, dass ihm der Nobelpreis verliehen. Nachricht gelöscht. Duffy, hier ist Tina. Ich wollte dich nur an unsere Verabredung morgen Abend erinnern. Vergiss... Nachricht gelöscht. Hey, hier ist Dicky. Ich hab so eine Art Notfall. Nachricht gelöscht. Keine Irgendwas Wichtiges? Nein. Hilfe, ich schaffe es nicht. Ich kann mich nicht mehr länger festhalten. Ich... Drei Personen, ein Stück. Das klassische Szenario. Was tun? Wie löst man das? Was tun? Ich meine, niemand will derjenige sein, der das letzte Stück... Bitte was? Bitte? Ein Meter. Wir schreiben besser 2 Meter. Gewicht? Keine Ahnung. Tja, das schwankt. 36. 45? Du bist 2 Meter groß. Wir schreiben 84 Kilo. Bist du dir da ganz sicher? Vertrau mir, ich bin Experte in Sachen Online-Dating. Aber was wird passieren, wenn ich eine dieser Frauen treffe? Wird sie dann nicht enttäuscht sein? Ich würde sagen, jede Frau, die mit Schweinchen dick ausgeht, wird enttäuscht sein. Das ist mal klar. Womit wir beim Namen wären. Entscheide dich zwischen Dick oder Dicky. Beides zusammen geht nicht.
Ich bin für Dicky. Ich bin für Dick. Weißt du was? Wir lassen beide weg. Dein Name ist Lorenzo Villegaray Rosa. Da, du bist fertig. Was ist mit meinem Foto? Aber so erkennt man mich ja kaum. Ganz genau, so ist es, Lorenzo. Beste Freunde.